Wie, trennst du dich von mir? Ja, heute gehe ich in den Laden. Liebe Leute, ihr wolltet es ja so. Der Winter ist mir nicht gekommen, ich bin grau geworden. Jetzt erfolgt die Erholung im Fahrradladen. Auf zur Schule! Ach du! So, wir fahren los. So, Kinder laufen gerade weg. Ich bin gerade angekommen wieder. Jetzt ist vorbereitende Maßnahme. Tasche brauche ich wieder. Fotoapparat. Das muss ich wieder einführen dieses Jahr. Letztes Jahr habe ich es ja nicht gemacht. Das Jahr davor habe ich es gemacht. Und das Jahr davor und das Jahr davor. Dieses Jahr habe ich es nicht gemacht. Und schwupps sind schon wieder viel mehr Räder weggekommen. Fotos machen von jedem Ausweis. Das ist erlaubt. Das darf man machen. Eine Fotokopie oder ein Foto. Das ist kein Problem. Das darf man machen. Ne? Und um sich abzusichern einfach. Ja, was noch? Was wollte ich noch? Tasche habe ich. Das habe ich. Das Buch, ganz wichtig. Das ist das Buch für das Jahr. Das werde ich gleich mal unten jetzt vorbereiten. Mal gucken, was da zusammenkommt. Guten Morgen, liebe Leute. Es ist jetzt, wenn die Uhrzeit hier schon auch stimmt, 8:45. Ich habe jetzt schon mal aufgemacht. Denn da gibt es noch einige Hundekacke wegzumachen, da vorm Laden. Ich freue mich darauf, auf die neue Saison. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Wer uns in diesem Jahr wieder begrüßt oder halt wer Neues dazukommt. Bin ich gespannt. Ist ja wie gesagt, hier ist ja kein Zwang, hier kann jeder irgendwie, wenn man so will, mit teilnehmen, dran teilnehmen an diesem Fahrradsalon. Schrägstrich Familie Müller Vlog. Das ist nun mal so. Also die Winterzeit ist vorbei. Ich mache jetzt wieder in Fahrräder. Für alle, die vielleicht relativ neu sind hier und jetzt das letzte halbe Jahr oder die letzten 4 Monate dazu gekommen sind und diese Fahrradladen-Videos noch nicht so kennen, es sieht so aus. Dieser Vlog spiegelt meinen Alltag wieder. Er ist keine Anleitung, wie repariere ich ein Fahrrad. Und ich nehme mir auch nicht die Zeit, beziehungsweise Schrägstrich habe nicht die Zeit, irgendwelche Lehrvideos zu machen oder so. Also ich kann während des laufenden Betriebs hier, kann ich, weil ich das den Laden komplett alleine mache, kann ich nur die Arbeit machen und nebenbei ein bisschen filmen. Das versteht sich nicht als Lehrvideo. Grundsätzlich, ich mache keine Lehrvideos. Wollte ich nur mal sagen. Es geht los. Oh, Mensch, das war der Flo da. Hat mir den Bonsai zurückgebracht. Der Bonsai ist tot. Der Bonsai ist leider tot, der ist nicht zu retten gewesen. Was soll ich machen? Ja, geht los. 1. März, 1. März, ich muss aufschreiben. Heute, morgen zum Eingewöhnen und ab Montag geht es dann richtig los. So habe ich mir nicht gedacht. Gut, wir lauern mal gemeinsam auf den ersten Kunden. Eigentlich überlauern wir alle auf Wolfgang. Gut, liebe Leute, also wenn da keiner kommt, jetzt bereite ich noch einen Tee vor für mich. Den hole ich noch von oben und das war. Jetzt habt ihr der erste Kunde. Keine Fahrradpumpe, nichts. Check. Also der erste Kunde am Tag, am ersten Tag, wo offen ist, ein Check. Einmal ein Check. Kleiner Check, aber Check. So. Wie gesagt, machen wir. So, jetzt hole ich mal mein Dings. Mein Tee. Ja, der geht nicht los, dann muss ich losarbeiten. Das ist so wie das. Ist gleich. So, Tee habe ich, brauche ich hier Luft. Stüffchen. Kerzen runter, Teelichter drunter und das war's. Werkstattrad raus und los.
Okay, Hilfe nicht, ich muss anfangen. Wolfgang kommt nicht, dann habe ich jetzt, bin ich jetzt am Arbeiten. Mitkommen. Oh, der Tee. Alles braucht hier seinen Platz. Mensch, hier ist auch noch mal ein Teeplatz. Alles hat hier mehrere Plätze. Hier sieht es noch ein bisschen chaotisch aus auf der Werkbank. Das wird aber im Laufe des Tages immer so verräumt, immer wie man Zeit hat. Jetzt fange ich erstmal an mit. Definitiv fange ich jetzt an mit dem Speichenblatt. Oh, wie ist ja wie und was und wo und wie macht man denn so? Oh, wie arbeiten, wie geht das? Na, ich freue mich auf alle Fälle. Ich mache mal ein Fenster auf, damit es ein bisschen lauter hier drin. Vom Straßenlärm nicht hergesehen. Aber das werden wir verkraften. So, von da aus. Schaut euch jetzt mal zu. Die kommen nach vorne, die Pucken. Habe ich ja schon gesagt. Hinterradspeichen. Alle weggerissen. Ah ja, das sind ein paar. Die muss ich ersetzen. Weil dieses wunderschöne Schloss, was jetzt wieder hier auf dem Gepäckträger gemacht hat, in die Speichen reingekommen ist. Hinten runtergefallen ist und dann drin und klack, 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 klack beim Fahren. Das ist nicht gut. Deswegen Schloss immer in den passenden Schlosshalter oder in die Tasche packen. Ich wiederhole es immer wieder gerne so. Ich repariere. Ich erkläre das nicht großartig hier. Wie gesagt, der Reifen wird ausgebaut, Luft abgelassen, damit man an die Speichennippel rankommt. Die Speichen werden, die kaputten Speichen werden ausgebaut, die Länge gemessen und durch neue ersetzt und wieder zentriert. Obwohl, wir wissen ja, seit letztem Jahr zentrieren geht von alleine. Ironie, ne? Geht los, würde ich mal sagen. So, Hinterrad raus. Sehen wir mal nach vorne wieder. Erster Kollege ist Mika, der kommt und bringt mir jetzt einen Kaffee. Kaffee. So, ich muss trotzdem hier. Ich sitze zusammen mit Zwirbeln hier. Meine Fresse, ey. Guck mal hier. Er ist hier rumgedreht, rumgeballert. Na gut, guck mal. Vier Speichen. Speichenlänge. Ist dumm. 282. Mika? Ja? Aber bitte nicht von dem Bäcker hier. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass dir das nicht behagt. Ich will ja auch nicht. Na gut, 2,85, viel Stück. Man kann mit Handschuhen nicht arbeiten. Die ganze Zeit ohne Handschuhe gearbeitet. Das sieht jetzt erstmal so weiter. Aber lass mal überlegen. Seht ihr? Guten Morgen! Guten Morgen, ne? Ja? Heute ist der Tag. Willkommen. Ja, danke. Ja, heute muss es. Bisschen, ja, muss, ne?
Ja, wir haben den Genre noch nicht. Ich weiß, ich habe ja gesagt. Aber die Leute rufen an und so. Ja, das ist mir, ja, weiß ich nicht. Das ist mir nichts mit dem Anrufen. Weil dann kannst du ja nichts anderes machen, weil du musst dann gleich wieder da sein. Weißt du? Ja, zum Beispiel, ich mache es so, die rufen bei mir an und dann schlau wechseln und sage ich so. Machst du Termin? Mach Termin. Ja, aber die stehen ja vor der Tür denn schon. Nee, wenn nicht, kann ich so, bleibe so für eine scheiße Fahrer die ganze Zeit die Lade, weißt du? Ja. Dann, nee. Du rufst mich an und ich komme vorbei, ich mache ich gleich. Ja. Du musst halt gerne Kaffee trinken, dann machen wir zusammen. Und bist du schlimmer, einfach lassen und dann reparieren wir. Aber Schlauwechsel mache ich sofort. So, wenn ich tue, dann sage ich, okay, geh weg und dann machen wir es. Ja, ja. Tut mir aus. Auf alle Fälle. Bis dann. Ciao, ciao. Er war der Händler von vorne in der Straße, der Reparateur, der Mechaniker. Wir haben hier nur einen zweiten Laden in der Straße. Also nicht wir, die Bürgner Straße, da gibt es zwei Fahrradläden. Sag. So, wie Geister. Da, guck mal, wer da kommt. Hat die Saison mal wieder eröffnet. Auch das mit Einwegbecher, aber noch schlecht vorbereitet. Einwegbecher? Ja. Die sehen aber schön aus, ein Kunstwerk. Wenn sie jedes Mal ein neues aufdrucken würden, dann würde jeder die Becher sammeln. Ja. Oder dann kauft man noch eine Vitrine und baut noch an und dann ist alles gut. Genau. Du hast gleich ein schönes Projekt. Ich hab Speichen, ja. Speichenbruch, da ist das Schloss in die Speichen gekommen. Oh, ist hier Luft. Ist hier immer noch Platz. Ich habe schon immer gesehen, da war Licht an ja, in den letzten Tagen an deinem Keller. Das ist bestimmt gefegt. Hier habe ich gefegt. Ja. Aber nur hier und nur hier in die Wohnung. Nicht übertreiben. Mensch, Tommy, das ist schön, dass du wieder da bist und die Saison losgeht. Ich hoffe, die Saison geht los. Jetzt wird der schlechtere Wetter wieder. Ah, nee, ja, das ist nicht schlimm, weil du weißt, grundsätzlich ist das doch der Markt. Also die Leute drängen sich ja auch schon da draußen. Jetzt schon wieder. Ich sehe nichts. Mit den Radfahren und so, weißt du? Oh, nee, sag ich nur. Was ist denn los mit dem Rad? Na, oh, nee, heißt, mein Sohn hat meinen Zentrierständer mitgenommen. Oh, so ein Trottel. Der ist fleißig und ehrgeizig. Der vom Wegen, hey. Das hat er schon vor Wochen mitgenommen. Der hat er mir noch nicht zurückgebracht. Der geht durch die Decke. Der schafft es nicht, das eine Rad zu zentrieren. Ich glaub's nicht. Jetzt kann ich nicht arbeiten. Da muss er mir nachher vorbeibringen. Muss er wieder vorbeibringen, finde ich auch. Weil ich habe auch ein kleines Rad, was noch ganz minimal ist. Findest du auch? Der Mika braucht den auch. So eine Kacke. Moin. Kombination mit dir. Hi. Du bist... Ah, ja? Mein Fahrrad ist kaputt. Können Sie mir helfen? Ja, kann man vielleicht machen. Was hast du denn kaputt? Oh mein Gott, was soll ich mir nur tun? Aber es ist diese, ich kann nicht. Ja, furchtbar ist diese, wa? Furchtbar. Ah, Fußball, ich hab verstanden. Ja, genau, das ist das Problem. Ja. Ja. Eigentlich ist wahrscheinlich, vermutlich ist nicht viel kaputt. Ja. Es muss nur die Kette drauf gemacht werden und dann alles gespannt werden. Ja. Das kostet aber bei 115 Euro. Und dann. 115? Ja, 115 Euro. Okay. Ja, nein, 15 okay. Euro, aber du sagst doch. Siehst du mich runter? 15 Euro. Ich war. Ich denke, okay. 115 Euro, ja, das ist was. Das wäre was. So, mein Sohn muss kommen. Ja. Ein Sohn muss kommen. Trink ja Kaffee erstmal. Genau. Aber zack, zack. Hast du die Bremse gesehen? Die Bremse von dem Rad? Ja. Noch nicht, aber... Die ist ja geil. Voll improvisiert. Wir tauschen nur das Stück, was wirklich schlecht ist, hat er sich gesagt. Von der Verbindung hier. Muss ich mal zeigen. Das ist wirklich witzig. Hier. Wir haben ein bisschen angestückelt hier. Kann man auch machen. Funktioniert offensichtlich. Aber das werden sie gemacht haben, weil sie hier den Lenker hochgestellt haben. Und dann war das Kabel zu kurz. Und dann muss hier angestückelt werden. Tja. Ja. Das ist doch mein Style. Ja, ja. Das Cycling liegt vom Mitmachen. Ja, danke. Bitte. Prost. Prost, Kaffee. Die Schnabeltasse.
Ja, ich habe hier vorne so ein bisschen umgebaut, dass das ein bisschen leerer gemacht. Ja, was ist das? Moin, moin. Moin, Herr B. Punkt. Herr B. aus B an der S. Ich habe bei Ali ganz gut gekauft. Ja? Der hat einen Riesenposten von einem Grafik gekriegt. Hast du gesehen? Nee. Von so einem Künstler, aber das war leider total bescheuert. Ich hätte komplett gekauft gerne. Aber nicht, nachdem es schon kam, einen Tag zu spät. Am Dienstag habe ich es erstmal ausgestellt und dann ist schon viel rausgegangen. Gute an der Zeichnerschule, war Professor an der ADK. Und wie heißt er? Habe ich schon vergessen wieder. Und Handelsspanne? Wie wird der so gehandelt? Wird er gehandelt? Nee, er ist nicht verzeichnet. Er wird noch nicht gehandelt. Naja, egal. Er ist nicht verzeichnet, wahrscheinlich. Weiß kann man ja etablieren. Ich denke mal, als Professor hat er unterrichtet und das Malen war halt nebenbei vermutlich. Also es war nicht sein Erwerb. Total schade, dass da bestimmt jetzt schon 30 Leute vor mir abgegriffen haben. Ja, das ist kacke. Und die haben dann immer nur 2-3 Stück genommen. Und ja, das ist dann so gestreut, das mag ich auch nicht. Das ist dann so gestreut, weil dann verliert es, dann zieht das Ding runter, wenn du das anbieten willst. Das ist echt doof, das hätte zusammenbleiben müssen. Ja. Und oder Kunst ist doch für alle da. Kunst ist doch für alle da. Es geht doch um den Vertrieb bei uns. Ja, bei uns geht es ja nicht um das. Aber wenn du auf den Markt schmeißt und dann taucht auf einmal. Überall da war auf und da, ich habe ja auch noch eins, oh, dann, das ist scheiße, ja, dann ist das verdammt. Ja, vielleicht ist das, ja, das den Sammel. Nee, überhaupt nicht. Sie haben ja sein, das ist jetzt alles von ihm zu Hause und nächste Woche wollen sie sein Atelier. Da bin ich mir gespannt. Ist ja viel besser. Und auf welchem Markt bietest du das dann wieder an? Also, wo wird das dann sozusagen publiziert, dass dann. Über Starknet. Über Starknet. Ja, ja. Moin. Du gehst deine Butter mit Bitcoin kaufen. Wer kommt denn da die Treppe raus? Die Eröffnung geht heute los. Die Eröffnung ist schon da gewesen. Ja. Tag. Morgen. Moin. Hast du noch mal eingepackt, als wäre Winter? Du, ich hab Halsschmerzen. Ich bin nicht gewiss, ich habe mich jetzt den Hals eingekrimmt hier oben mit einer Salbe, alle trockene Luft hier oben, ich kann nicht richtig abpusten. Ingwer, Zitrone, Honig. Ah? Naja, er lutscht schon Bonbon gerade. Ja, da läuft sich schon eine Weile schon. Seitdem ich da aus dem Krankenhaus gekommen bin, habe ich meine Augenoperation. Ja, das hat damit nichts zu tun. Nee, oder? Ja, doch, naja. Haben wir am Auge rumgemacht, haben sie nicht gesagt. Ja, 2 Tage später habe ich das. Habe ich ein Kind gekriegt, ein paar Tage später. Hier, dann schluck mal 2 von denen morgens. Täglich und abends. 2 Nippel. Nippel. 2 Speichennippel. Ach, Wolfgang, das ist ja schön. Ah, ich habe mir schon Sorgen gemacht, bis heute Morgen ja nicht da gewesen mit Zeitung. Alle haben gewettet. Auf YouTube haben sie alle schon gewettet. Wen? Wolfgang ist der Erste mit der Zeitung. Mit den Nachrichten. Du warst du nicht. Ja. Enttäuscht hast du sie alle. Nee, ja. Ich habe heute ein bisschen früher aufgestanden. Weil ich nachher noch zur Bank wollte und dann wollte ich noch, wo wollte ich noch hin? Und zwar hier alle. Dann wollte ich noch zum Karakstraße runtergehen. Aber mal sehen, ob wir alles da klappt hätten. So, was mache ich jetzt? Jetzt mache ich als nächstes die Kette. Ja. Hast du eine Reparatur, ja? 3. 3 ist schon. Oh, oh Mann, wie wartet ihr? Wir sind so viel Fahrt vorbeigekommen, haben gefragt, wann der wieder aufmacht. Steht ja auch dran, wenn man lesen kann. Das steht ja dran. Aber Wolfgang, ist ja gut, dass sie dich fragen. Nächstes Mal werde ich dich als Hinweisschild oder als Infopoint werde ich dich ausstatten mit so einem Knopf dran, wo man dann so drückt. Und dann läuft das Band an. Oder so, genau. Kommt eine Informationszettel raus. Ja, das täuscht. Das ist eine optische Täuschung. Ich habe bestimmt 30 Fahrräder verschenkt. Verschenkt? Ja, ich habe alle weggegeben. Weil die ganzen Basteldinger hier, alles, was hier so hier. Alles. Irritiert mich. Alles, was da drin war, weißt du, diese ganzen, wo ich immer mal was abgeschraubt habe oder so, ein paar Teile. Wer kommt denn da vorbei? So, drückst du einfach jeden Tag eins in die Hand? Nee, ein Schrotti, habe ich alles weggegeben. Das ist der Schrottwurz hier, weil der hier war. Genau, am Schrottdach war auch Wolfgang da. Wolfgang!
Na, ja. Moment. Wolfgang, du musst das anheizen, das Schwein. Ja, ja, machen wir. Moment mal. Reicht auch Kleingeld auch? Ja, natürlich. Ich hab einen Cent oder so. Ein Cent, Glückscent. Ach ja, ich hab noch mehr da. Ich will nur 1 Cent. Ja. Ich mein Glückscent. Ja, der nimmt den da. Wo ist er? Da ist er. Ja, den will ich haben. Darf ich? Ja. Nee, ich weiß clever. Du machst ja clever. Ja. Ah. Reicht. Den Rest behalt mal. Ist Monatsanfang, Wolfgang, behalt den Rest. Du musst also sowieso Geld holen. Naja, Geld holen ist aber nicht umsonst, Wolfgang, das weißt du. Es reicht jetzt. Jetzt schickt das ein. Naja, also, weißt du, wie viel nachher Bettler kommt, naja? Jede Station von Amsterdam bis Hammerplatz. Hat so eben so ein Centi. Naja, er kann da sitzt überall. Gestern hat er bei Edeka da von den anderen. Und Bahnhof hier unten sitzt dann wieder einer. In U-Bahn kommen sie durch, Zigaretten haben sie das. Zigaretten? Die betteln an Zigaretten? Oh, ja, klar. Das kriegt man früher von der Bank ab. Die brauchen nur so eine Basisausstattung. Ja, die gibt es. Alle holen und kippen. Das ist so scheiße. Temperatur pro Rad. Na, gucken wir mal ganz kurz. Gucken wir doch mal ganz kurz. Dürfen wir das filmen? Ja, klar. Ja, klar, dürfen wir filmen. Das ist gut. Also, hier, die sind irgendwie gebrochen. Und sag dir erstmal hi. Hallo. Hi. Hallo. Wie heißt du? Wie geht's dir? Hast du heute schon was erlebt? was hast du heute schon Fahrradsalon. Ich habe heute Koffer gepackt, weil ich gleich... Das heißt, ihr würdet lange hier lassen. Ja, genau. Also bis Montag, Dienstag. Das ist nicht lange. Okay, Montag, das geht dann. Ah, ja. Ne? Das ist ein kleiner Koffer, oder? Ein kleiner Koffer, okay. Ja. Also, hier diese ich sehe. Teile, ne? Ach, guck mal, auf der anderen Seite ist auch schön. Hast, ja. Hast du Haustiere zu Hause? Marder. Nee, ich glaube, ich muss das Schloss mal dringend. Genau, so. Ganz so genau. Das ist es, das Schloss nervt hier. Und das hier, keine Ahnung, sieht wirklich aus, als hätte da einer durchgeknipst. Ja. Oder so, ja. Und apropos, ne? Da hat irgendwie diese Schraube fehlte. Achsmutter. Auf einmal. Vielleicht wollte jemand doch einen Namen Dynamo. Macht die auf der anderen Seite auch. Ah, okay. Guck mal, Dings ist auch schon ab, rausgezogen. Ja. Genau. Und dann wäre halt die Frage hier mit. genau. Da müssen wir ein Stück Kohle reinstecken und anzünden. Ja, genau, so irgendwas, was glüht. Ja. Also, was soll man denn machen an dem Rad? Alles? Naja, oder einfach nur Farbe rein? Halt die Frage, was es kostet. Ne? Bisschen auch. Also eigentlich gerne so, dass es halt ein sicheres Fahrrad ist. Ne? Also hier mit den Lichtern, ich habe zwar so Anstecklichter, aber es ist halt schon trotzdem viel besser, wenn die da sind. Aber eigentlich ja, aber grundsätzlich wirst du wissen, der Rad sieht jetzt so aus, als hätte es eine ganze Weile irgendwo gestanden und wäre nicht benutzt worden. Ja. So, und dann passieren vielleicht auch so eine Dinge, dass die Leute dann mal, ich brauche eine Glühbirne, schrauben nicht auf, weil sie ja wissen, wie es geht. Die Glühbirne kostet 4-5 Euro, nehme ich alleine. So, und dann schmeißen sie natürlich, machen sie nicht wieder ordentlich ran an den Käppchen, aber schmeißen nicht irgendwo in die Ecke. Ja. Das ist natürlich, ja, der ist auch mal beim Sturz wahrscheinlich. Ja, nee, das ist, glaube ich, Materialermüdung. Also, weiß nicht. Ach, also, so habe ich es irgendwie über. Materialermüdung? Ja, das wäre also ganz schön krass, oder? Irgendwie so habe ich es auf jeden Fall bekommen. Mal bekommen, ja. Also. Wer wie's. Ja. Also Licht möchtest du haben, du möchtest die Züge natürlich schaltfähig wieder haben. Ja. Gut. Alles klar. Oder? Gut. Ja. Gute Reise. Danke. Wo geht's denn hin? Nach Stuttgart, ganz entspannt. Porsche kaufen. Ja. Ja. Ja, Porsche abholen. Gut, genau. Alles klar. Stuttgart. Schon wieder strange, oder? So was die sich so aussehen, an so eine Gurke, so eine Magura ranzubauen. Naja, von Hause aus war das ja mal keine Gurke. Doch, das ist von der Anfang eine Gurke. Das ist ein Diamant, die war, oder? War das nicht ein Diamant? Ja, aber guck dir mal. Aber ich meine, das haben sie von Hause aus mit der HSL ausgestattet. Das war schon was Wertigeres damals gewesen. Wird so um die 900 Euro gekostet haben. Aber ich meine, der Rest des Billigteile, die Gabel ist Schrott und so. Ja, den Rahmen kann man auch schön ausbauen. Da ist auch noch ein Tourist. Sagen Sie doch mal, wie finden Sie das hier auf der Ecke? Was?
Das. Wollen Sie mich hinterfragen, einfach antworten? Wenn Sie Ihr Gefühl in eine Farbe packen, welche Farbe ist es? Welche Farbe? Alle Farben. Alle Farben, alle Farben. Alle Farben. Oh. Kennst du den DJ? Alle Farben? Ja. Auch so ein Typ aus Berlin. Sehr gut. Ich kann ja mal kicken, was das ist los? Das ist hier das trübe Kunstlicht. Jetzt hör doch mal auf. Das ist auch wirklich furchtbar. Also, wo haben wir stehen? Beim Hollandrad. Hollandrad. Furchtbar, mit Hollandrad. Wir hatten entdeckt, dass die Kette nicht mehr ganz so taugt. Eigentlich muss ich, tut mir leid, ich muss das einsparen. Ja. Ich muss jetzt nach hinten. Ab nach hinten. Moin! Gruß! Guck mal. Kann man mich gleich einen Fahrradler an? Willst du gleich ins haben? Ja, gleich. Ich komme gleich vorbei. Ja, okay. Ja, okay. Ich gucke mal, ob ich eins finde. Ich schaue mal, ob ich eins finde, weil die sind alle noch da hinten drin. Ach so, ja dann. Ist auch nicht nötig. Dann. Na, wenn denn morgen? Kommst du morgen? Okay, dann kann ich gucken. Ja? Okay, Alter. Mach mal, dann muss ich mir da einschreiben für morgen Rad. Wolfgang, ich bin ja kurz hinten, ich muss da hinten nichts machen. Aber der Sohn war die Tage hier, wa? Nee. Da bin ich enttäuscht. Ja, nee, war nicht. Der war leider nicht da. Da tatsächlich. Wenn er lang gelaufen ist und hier sauber gemacht, da ein bisschen grüßt von drüben. Ich muss dann wieder erledigen. Ich komme nachher nochmal später nochmal wieder. Da kommst du nachher. Oh, ja, ja. Ich wüsste, da wollte der Bus. Ich wollte ja bloß sagen, sie alle. Entgegen der Laufrichtung verschließen. Entgegen. Also, so. Laufrichtung ist so. Mhm. Ja. Also wenn hier irgendwas gegenkommen würde, irgendwo hier, da zum Beispiel schabt oder so, dann wird es eher zugeschoben, anstatt aufgemacht. Das ist manchmal auch der Fehler einfach. Hey Leute. So, der Mika ist wieder los. So, jetzt ist das letzte hier bei dem Ding. Licht. Licht. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die Verbindung richtig sitzt. Ja, hier läuft es ja. Dann geht das Kabel hier raus, geht da rein und gucken, ob hier an dem Punkt könnte das immer ab. Hallo. Hallo, ne? Schön, dass du wieder da bist aus dem Urlaub. Ja, finde ich auch. Ist ja sehr viel zu tun auch. Ja, das glaube ich. Ich komme mit dem Fahrrad. Jetzt? Gerade steht es da. Ja, komm, wir gucken. Danke. Alles klar. Bis dann, tschüss. Techno-Bike. Naja, Techno-Bike. Erstmal so. Gut, weitermachen. Da kommt die Tür irgendwo raus hier. Da kann ich auch nochmal abreißen, aber es sieht alles gut aus. Es sieht alles gut aus. Es bewegt sich nicht viel da. Also ist es wahrscheinlich tatsächlich wieder mal die Lampe. Ja, und das schauen wir uns jetzt an. Vielleicht ist es nur der Kontakt hier unten. Die sehen aber auch gut gesteckt aus hier, die Kontakte hier. Die sehen echt gut aus. Die Kabel funktioniert. Also nochmal richtig reinstecken. Achtung, ich drehe. Ah. Guck, läuft. Also, Kopfsteinpflaster fordert sein Tribut. Ab und zu die Stecker mal ein bisschen nachstecken. Ein bisschen, es kann sein durchaus, dass sie sich loseröhlen. Also, immer schön drauf achten, Kontakt muss da sein. Also, funktioniert auch. Aufgepumpt ist, dann ist das auch fertig. Nice! Boah, sind das Kreisel? Ja. Ich hab sie gleich zweimal gekriegt, da unten nicht aus dem Riss ausschütten. Zwei Minuten. Ja. Super. Komm hier, Hartwig. Vermisse auch meine Zange hier zum Aufknipsen von den diesen Schneider. Diesen für die Züge. Deine Zange? Mann, Mais. Vanille, irgendwas. Ja, eigentlich nicht. Special Aroma. Kaffee. Willst du Schluck? Kaffeetausch. Bitte. Ja, siehst du? So viel dazu. Wunderschöne Techno-Bike.
Techno-Tornado. Ja, hier ist hier vorne, ist gebrochen. Die Halterung führt Schutzblech. Das ist kein Problem, das halbiere ich hier, biege es ein bisschen nach oben und bohre ein Loch und dann schraube ich es wieder an. Und hier hinten ist das Hinterrad platt. Ganz banale Geschichte, dann beschwert er sich, dass das Fahrrad zu schwer ist, zu schwerfällig. Das ist bei den Rädern halt so, die sind nicht wirklich leichtläufig und die Pedale, der fährt sich komisch. Der wird wohl verbogen sein. Ja. Aber da kann man ohne machen, da kann man tauschen. So sieht doch ganz gut aus. Naja, mal gucken. Felgen meint es nicht okay. Ja, schau mal, sieht man ganz schwer. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hat sich gespalten hier. Da. Da, seht ihr? Und das sind scharfe Kanten. Ich hoffe, ihr seht das da. Einmal da und einmal da. Hier. Also mal Felgenband hochtauschen. Oh, der fährt den ganzen Tag hier. Gedrückt. Jetzt hätte ich hier grandiosen Hochleistungsschnellschnittstahl. Hurra. Läuft doch schön so. Ja, ich habe sie lange nicht gesehen, aber herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ja, also das ist halt reicht. Wir machen nicht weiter. Was habt ihr jetzt? Drei? Drei haben wir. Ja. Ja. Wir haben jetzt zusammen das vierte und ich habe ja dann noch einen, den Sohn. Ja, der größte, und genau. Eine Handvoll habe ich mir gesagt. Eine Handvoll passt. Das ist perfekt. Reicht. Ja, auch ein Mädchen wird es wieder. Ehrlich? Ja. Kommt im Juni. Ist nicht wahr, vier Mädels. Ja. Im Juni, da hat mein Freund Geburtstag und im Juni habe ich Geburtstag. Im Juni, genau, Juni. Ne? Genau. Wir hatten einen Monat später, im Juni. Also im Juli. Juli, ja, sehr gut gesagt. Hm. Ja, sehen wir uns öfter wieder jetzt. Genau, ne? Alles klar, bis dann. Bis dann, ciao, ciao. Ciao. Bis dann. Tschüss! Ach, das ist gut. Das ist ja gut. Ja, die freuen sich alle, wenn man wieder da ist. Ach, schön. Straße, kommt wieder Leben in die Straße. Rufi. Ja, Thorsten, Thorsten, hier, Thorsten, Thorsten, Thorsten. Ja! Nix Timeout, der kann er nicht sagen, der muss. Alles, alles, Film, Film, Film. Jetzt kommt Kunde. Hallo. Ach. Ach. Moin. Ich hab was zu tun für dich. Ja, was denn? Ich habe hier neue Schalthebel bestellt. Die habe ich von dreifach auf zweifach umgebaut und habe noch neue Umwerfer drin. Oh. So viel. Ja, was machst du im Winter? Dann stelle ich mal neu. Hast du so einen grünen Zug noch für mich?
Nee, hast du zwei weiße Züge? Wo seid ihr denn? Die Pedalen sind super. Aber das Problem, was ich jetzt habe, ist, Hinterradritzel dreht durch auf der Narbe. Er dreht durch auf der Narbe. Also auf der Narbenhülse. Sprich, das Gewinde der Narbenhülse ist kaputt. Überhaupt schon gratuliert zur Eröffnung, Alex? Die Eröffnung? Ja, ist doch heute erster Tag. Ach so, wirklich, gratuliere. Nee, da hinten ist auch Eröffnung. Bei Klötze, also der, nicht Klötze, sondern Markus ist da in die Diener-Apotheke gezogen. Hat noch ein paar Sachen rübergeräumt. Alles langweilig, ja. Es geht nur um die Party. Ja. Kommst du morgen rum mit dir? Ja. Ist denn das wichtig? So, wie spät ist der bitte? Um 7, gleich um 7 und die Kerze ist fast abgebrannt. Hier hält bestimmt genau 12 Stunden durch. Das ist gut. Tja, letzter Abschluss des Tages jetzt hier. Jetzt fange ich langsam an, die Mieträder fertig zu machen. Ja. Hier fehlt zum Beispiel eine Speiche. Warum fehlt die denn? Warum wurde die denn nicht eingesetzt? Einfach, ja. Das ist ja ein Ding, ich bin total ratlos. In letzter Zeit, ich kann mich nicht konzentrieren. Mal ist ihr Lastenrad, wollte ich aufpumpen. Da hat nämlich jemand das Ventil geklaut. Also muss ein neues Ventil rein. So was bescheuert, das klauen so ein Ventil. Und das war's. Jo, das wollte ich machen. Ventil rausgeschraubt und stehen gelassen. So ein Quatsch, ey. Ärgerlich. Dann brauche ich noch zum Ausfegen was und zum Aufpumpen. Also Aufpumpen haben wir da, Ausfegen. Dann mal hier. Das ist nämlich auch total dreckig. Mache ich jetzt. Das ist das Letzte, was ich heute mache. So, ich hoffe, der erste Tag hat euch gefallen. Ich weiß es nicht. Ich muss mal sehen. Das wird viel zu schneiden werden für mich wieder. Wir schauen mal. Also, macht es gut. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao, euer Tommy.